Herzlich willkommen zu Bully Scholarship Edition. Und zwar werde ich das jetzt als Let's Play machen, weil ich finde, es spiegelt mein Leben ein wenig wider, meine Schulzeit vor allem. Guckt euch einfach mal das Cinematic hier an. Jimmy, please say something. James? What? Who are you? Mom, I thought you told me never to talk to strangers. Like I said before, Jimmy, please be nice to your new stepfather. Okay, rich guy. I love it that you're twice as old as my grandfather and you're fat and bald. That's enough! I've had it with you, you little brat! You've upset your mother. I've got half a mind to beat you. Half a mind is right. Suddenly he realizes. I can't believe you, you little monster. We'll deal with you when we get back from our honeymoon. Next year. Here we are, boy, Bullworth Academy. Have fun, Jimmy. I'll think of you from our cruise ship. Whatever. So. Schauen wir doch mal. Mom, why'd you marry that phony? What is wrong with you? I can't believe this. You must be the Hopkins boy. Where'd you come from? We've been expecting you. Welcome to Bullworth Academy. Ah, I'm sure you'll be very happy here. Very happy indeed. Anyway, I can't spend my life waiting around for naughty little boys. I've got a man to make happy. The headmaster is expecting you, Hopkins, in his study. Okay. His study is over there, boy, in the main building. Don't keep Dr. Crabblesnitch waiting. He's a brilliant man. Brilliant. Oh, die Alte würde sich auch schon ab und zu mal gerne von dem Direktor vögeln lassen, glaube ich. Okay, auf jeden Fall ist das schon mal das Spiel. Die Grafik scheint ein wenig veraltet zu sein, aber das Ingame ist mehr als genial. Könnt ihr mir glauben. Im Spiel geht es halt darum, irgendwelche anderen Leute zu verhauen. Und mehr weiß ich eigentlich schon gar nicht. Naja, wir werden das erspielen, ergucken, ertesten, erfahren. Wissen erlangen, was sich alles um das Spiel geht, dreht. Ich habe auch gesehen, dass die Karte begrenzt ist. Auf jeden Fall auch von der Schulgelände. Jetzt kommen die da schon wieder. Und man kann auch in die Stadt gehen, Skateboard fahren, ein paar andere noch verkloppen. Oh, jetzt rennen die mir hinterher oder was? Diese Penner. Und ich wollte das einfach nur mal kurz zeigen. Gib ihm. So, bügelt. So, naja, okay. Das ist schon mal doch ein guter Anfang in einer neuen Schule. Okay, den Rest werdet ihr in den nächsten Parts erfahren.